Wenn es um junge Musiker geht, dann meldet sich der Amstettner Freundeskreis gerne zu Wort. Auch im dritten Jahr seines Schaffens und Wirkens hat er junge Talente auf musikalischer Ebene vor den Vorhang geholt. Wir sind in der Sparkasse Amstetten, einem unserer treuen Partner des Amstettner Freundeskreises, mit dem wir dankenswerterweise Pflastersound organisieren können. Pflastersound ist, ich würde mal sagen, die mittlerweile größte Musikjugendveranstaltung in Amstetten mit über 1000 Besuchern an drei Locations. Und man kann eigentlich nur Danke sagen, vor allem an die Partner, an die Wirte, die im Fischermeiergastl uns unterstützen, in der Rockbar, im K1. Und unsere Sponsoren, die einfach es uns ermöglichen, den jungen Bands in Amstetten Auftrittsmöglichkeiten zu liefern. Das Event, da waren halt einfach mehrere Bands in Amstetten, die auf diversen Locations gespielt haben. Und die Verknüpfung vom Freundeskreis war die Idee dazu, dass man halt auch Fotografie irgendwie da involviert und da quasi eine runde Geschichte draus macht. Eine runde Geschichte heißt, dass sich der Aktionsradius des Amstettner Freundeskreises vergrößert hat und er mittlerweile auch mit jungen Fotografen an der Dokumentation der heranwachsenden Amstettner Musikszene arbeitet. Es ist total lässig, so wie es vor allem bei Mostropolis ist. Wir haben die Bilder immer EDV-mäßig digital auf einem Bildschirm. Beim Durchgehen vor der Ausstellung, wenn es dann die ganzen Bilder gedruckt siehst, gerahmt in den Fotorahmen, ist das komplett was anderes. Wir haben nur dazu, ja, als Fotografen, genauso auch der Stefan, die Verbindung zu Pflastersound selber, wo wir eben dort waren. Das Feeling, das Flair, was du dort gehabt hast, das wirkt mit den Bildern einfach viel, viel mehr, als wie wenn man es jetzt eben irgendwo um Bildschirm anschaut. Das war immer schon so ein bisschen ein Wunsch und jetzt wird das da irgendwie, geht das da in Erfüllung. Man sitzt ja daheim vor dem PC und bearbeitet die Bilder stundenlang, aber ausgedruckt und in einem offiziellen Rahmen ist das ganz was anderes und das macht mir eine große Freude. Die Fotokünstler Stefan Winter aus Dresden und Barbara Zeitelhofer von Mostropolis haben viele unterschiedliche Augenblicke festgehalten, aber es dennoch geschafft, ungleiche Perspektiven zu einer gemeinsamen werden zu lassen. Zu sehen sind die Bilder während der Öffnungszeiten der Sparkasse Amstetten noch bis 11. November.